Hi und willkommen, mein Name ist Danny Rölpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Super Smash Bros. Ultimate. In der letzten Folge haben wir ja klassisch gespielt und das heißt heute wieder Abenteuer. Und guck mal, da sind drei Gegner. Die Mama platt. Ich bin durch die ganze Weltgeschichte hier im Abenteuermodus rumgelatscht und ja, ich habe 5 Geister noch gefunden, die mir fehlen, und ich hoffe, das sind die letzten auch. Und ja, das ist jetzt einer von denen. Ich glaube, das ist auch der einfachste von all denen, die ich gefunden habe. Stärkere Angriffe für Nahkampfwaffen. Und ja, keine Ahnung. Von all den Dingern, die noch übrig sind, ist das bestimmt der einfachste. Also machen wir das mal. Oh Gott. So, ich habe irgendwie so einen etwas komischen Geist ausgerüstet, und zwar Nahkampfangriffe tun mich heilen. So, okay, hoffentlich bringt's das. Also die Schwerter hier, meine ich. Manchmal sind die Gegner so doof und fliegen deswegen raus. So, du gehst raus und es wird ja nicht nervig. Wieder nehme ich doch schon gerne hier erledigen. Jod. Was ist das? Okay, aber nur so um 1% wurde ich da geheilt. Von diesen Angriff merke ich gerade. Geil. Okay, dann haben wir erledigt. Dann muss ich da mal ganz kurz abhaken. Ich habe mir ja so Notizen auf dem PC gemacht. Blöp, alles klar. Nichts Neues hier freigeschaltet, irgendwie Kämpfer oder so, wie bei der Street Fighter Welt. Gut, gehen wir zum nächsten. Und zwar haben wir einmal hier. Habe ich mir jetzt überhaupt notiert, wo der ist? Ja. Welcher ist denn am nächsten? Ich glaube da oben, ne? Gut. Da in diesem Weltraumgebiet ist irgendwas. Weiß nicht mehr was, aber gehen wir mal gucken. Ich habe für alles, keine Ahnung, so Geister parat gemacht. Also nicht direkt für diese Sachen, aber irgendwas, was hoffentlich helfen wird. So, hier muss ich Sheik erledigen. Jetzt sehe ich schneller auf. Ja, ist natürlich nicht so dolle. Habe ich irgendwas anderes noch? Antikatapult. Könnte vielleicht gut sein. Und er ist stärker dagegen, ne? Gut. Versuchen wir mal. Wir müssen nur Sheik erledigen, ne? Und ja, wir haben jetzt super Rüstung. Wir dürfen nicht so schnell hier genervt werden von irgendwas. Mein Gott. Wo ist ein Sheik? Ich kann jetzt eigentlich nur mein Dings hier spammen, ne? Also die graben mich natürlich, das ist natürlich. Ey. Ja. Ja, stimmt, ich bin relativ langsam. Und außerhalb der Arena ist nicht gut. So, das ist jetzt natürlich doof. Ich muss Sheik erledigen, aber die ist nicht hier. Oder der ist nicht hier. Dreck. Aber das könnte nervig werden. Also was hier? Oh, ich fliege hier nicht durch, das. Also man könnte meinen, die Gegner würden weiter wegfliegen, ne? Aber nö. Nein. Was ist das? Toll, ich muss die erst alle erledigen, bevor ich Sheik erledigen kann. Du willst mich ja verarschen. Oh mein Gott, ich bin da richtig langsam. Ach, ich Idiot.
habe schon wieder gedacht, ich habe die vom Brawl, die Ultimate. Oh mein Gott. So, Sheik und Peach dürfen mich jetzt nicht so schnell raushauen, ne? Ja, könnte sogar was werden hier. Die Superrüstung bringt auf jeden Fall. Nein, du blöde Kudo. Mann. Natürlich muss ja super stark sein, ist klar. Kampf auf Zeit ist er auch. Ich gar nicht gelesen. Ja. Na, ich sollte wohl stark wie möglich hier immer aufladen. Aber ich bekomme sowieso Schaden, also. Was ist das? Ja, diese Superrüstung auf jeden Fall bringt's. Ne? Ach, direkt aber betäubt. Finger weg davon. Boom. Ist nicht so gebracht, wie ich gedacht hätte, aber. So. Komm her. So, diesmal. Fliegst du vielleicht nicht raus, aber. Ja, was gar nichts abgezogen, ey. So, du Finger weg davon. Boah, du blöde. Tschüss. Oh, natürlich rettet die sich noch. Ja, noch. Tschüss. Ja, ich habe gewartet, bis du dein Ding gefallen lässt. So, dann haben wir auch erledigt. Noch drei. Die Superrüstung hat auf jeden Fall gebracht. Gut. Nicht da irgendwo hin. Ich glaube, wir könnten das hier sogar schaffen, diesen Part. All die Dinge auseinanderzunehmen. So. Wie komme ich am schnellsten dahin? Ich muss zur Fabrik, wo wir Pitcho und so bekommen haben. Ja. Komme ich dahin? Nächstes auch direkt hier irgendwo. Müssen wir gegen. Boah, wie komme ich denn jetzt wieder dahin? Gut. Ich glaube, da ist auch gut, dass wir jetzt das momentane Set haben. Victini, Katapultierbarkeit für uns. Ist erhöht. Weiß gar nicht, was Victini macht, aber keine Ahnung. Unser Setup sollte gut sein. Oh, macht den Ultra Smash ready. Geil. Werde ich bestimmt nicht ausweichen können. So, wie ich fliege dadurch schon raus, ey. Das wär's jetzt. Danke. Ja, gib ruhig deine Dings auf. Boom. Kam genau hier hin. Ich bin gut, dass die Medien nicht aktiviert wird. Doch, wird sie. Das ist gut. Das ist gut, diese Superrüstung. Ich glaube, die mache ich bis jetzt. Mache ich jetzt immer rein. Tschüss. Obwohl, ich werde ja nicht wirklich getroffen. Aber ich tue ja, ich habe ja echt ein gutes Timing drauf. Gut. Nur noch zwei. Okay. Dann hoffe ich ja mal, dass ich alle hier habe, ne? Ich kann ja nicht sehen irgendwie, was also mir wird irgendwie angezeigt, so du hast alle Geister hier erledigt, Bravo Visumio und so. So, Lernjuwelen, lass mich mal gucken. 70, perfekt, Ausweichhelfer, boom, genau, das wollte ich doch, ne?
Der nächste ist direkt hier, glaube ich. Boah. Boah. Auch in diese Stadt, ne? So, der hier. Gucken, ob das auch klappt. Wenn ja, dann behalte ich super Rüstung, weil das bringt es auf jeden Fall. Eieiei. So, hier rauszufliegen ist erstmal ganz schön hart, würde ich sagen. Ich bewege mich dadurch schneller als mit. Hey, ich bin ja geschützt von dem Dingern, boah. Oder? Ich glaube jetzt einfach hier unten und spam den hier. Alter, die Autos machen mir voll Schaden, merke ich gerade. Alter, 400 Schaden. 200, 400 Schaden, genau. Und er kommt schon wieder, ist klar. Oh, er ist ja richtig bescheuert, sowas. So, Elfertrophäen, die immer wieder kommen. Hier unten bin ich geschützt vor den seinen Raketen. Oh, Dreck. Oh Gott. Mit dem Auto ausgewichen, da macht mir irgendwie am meisten Schaden, habe ich so das Gefühl. Das ist eigentlich ein bisschen billig, so wie ich das mache, ne? Also. Hey. Was hat mich denn jetzt hier rausgehauen? Aber irgendwie habe ich so das Gefühl, Idee. Hat irgendwie Schwierigkeiten, Gegner auszuhauen. Ich hau die ja immer volle Möhre mit dem Hammer weg, aber irgendwie scheint es das nicht so zu bringen. Aua. Aua. Na, seht ihr, was ich meine? Boah. Das ist auch eine blöde. Da habe ich wohl Bowser. Bowser haut die, glaube ich, ein bisschen eher aus. So, Helferschreck habe ich übrigens auch ausgerüstet, ne? Also. Warum? Also, wenn man das ausgerüstet hat, dann hätte man noch wenigstens so machen können, dass die Helfer-Trophäen nicht immer wieder neu auftauchen. Also, das kann man ja gar nichts gegen die machen. Also, was mir als nächstes irgendwie Panik bereitet, weil so. Komm runter. Komm mal her. Au. Einfach den hier. Das bringt sogar. Hey, einer ist rausgeflogen. Gut. Aua. Kommt ihr mal runter? Aber die Raketen, die sind wieder Nervitze. Aua. So, jetzt kommt wieder der hier. Oh nein. Na komm her. Und flieg raus. Auf so rum zu zappeln. Nein. Nein. Na. Oh. Er musste ja unbedingt so rumzappeln. Er konnte ja nicht stillhalten. Hm.
Ah ja, Tinte. Mein Tinte erhitzt, passiert auch irgendwann, ne? Oha. Gewesen wurde Auge getroffen, aber irgendwie kriege ich trotzdem mehr Schaden, habe ich so Gefühl. Mein Gott. Nein, aua. Warte mal, das müsste doch eigentlich gut sein, ne? Ne. Boah, das ist so ein Scheißkampf hier, ey. Oh. Weil ich bin ja nirgendwo sicher, habe ich so ein Gefühl. Da unten bin ich nicht sicher, weil da blöde Autos sind die ganze Zeit. Wo bleibst du mal hier? Na, komm her. Gut. Boah, Junge. Wir haben eine Idee, wie ich das hier mache, glaube ich. What Franklin Badge. Also bringt das irgendwie nichts. Ich kann die irgendwie nicht hier erledigen. Ja, ich habe offscreen mein Ding aktiviert. Was macht er jetzt? Dreck. Ich könnte hier einfach Trophäe rausgehauen. Nee, ne? Was? Was ist denn jetzt passiert? Ah. Franklin Badge with it. Reflektieren. So effektiv gegen die. So, dann könnt ihr so viel rumballern, wie ihr wollt. Mein Gott. Ich glaube, dass ich mal wenn ihr rettet. Mein Gott. Lass mich auch mal ballern. Oh, ey. Was ist das? Hat sogar gebracht halbwegs. Von denen kann man sich wenigstens hier ja bald kommt mal her. Mein Gott, ey, der konnte ja nicht stehen bleiben, dieser Pisser. Jawohl. Raus, der ist immer noch am Leben, das gibt's jetzt einfach nicht. So, du. Nein. Nein, 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 nein. Nein, jetzt sind die ganzen Raketen da. Boah. Oh. Okay, ein Kill kann ich auf jeden Fall kriegen mit Bowser's Ultimate. Oh Junge. Nein. Aua. Mein Franklin Bett springt überhaupt nichts. Mein Gott. Boah, lass mich da, boah, ich fliege jetzt gleich wieder raus, ne? Pass auf. Ihr beiden.
die Raketen, die machen mich jetzt wieder fertig. Mann, verpisst euch. Muss ich nur damit treffen, komm. Boah, Junge. Ey, das ist doch ein Kackkampf, ey. Ah. Denn hier mal, der Franklin Bett springt überhaupt nichts, weil die schießen natürlich überhaupt nicht, wenn ich lande. Der bleibt aber auch nicht. Oh, guckt sich da einer an, ey. Komm her. Irgendeiner. Okay, einer ist rausgeflogen irgendwie. Gut, boah, so einfach kann es gehen. Mein Gott, ey. Gut, haben wir den auch erledigt. Und der nächste dürfte eigentlich nicht so schwierig sein. Wenn nur ein 3-Sterne-Dingen ist. Die Mega Man-Fabrik, da wo wir Mega Man Go gekriegt haben und so. Aber einige Sachen sind ja auch echt frustrierend. Ey. Und da braucht man auch das Franklin Badge wahrscheinlich. Wenn das überhaupt funktioniert. Gegner jagt nach Items. Schön für den. So, dann müssen wir gegen den blöden Sheriff kämpfen, was richtig nervig ist. Und der Franklin Badge bringt überhaupt nichts, glaube ich. Ne. Geil. Ey, wie kann man so eine Genauigkeit haben? Der schießt dahin, wo ich hingehe. Alter, ich komme nicht mehr rein. Boah, Junge. Boah, ich bin echt versucht, das gegen den Dings einzusetzen. Nee. Rüster, das hat noch nicht mal was gebracht. So, frisst dann. Oh mein Gott. Das muss ich halt irgendwie noch schaffen, das hier lebend. Nein, das ist jetzt nicht wahr. Ja. Ist aber auch ein Scheiß hier, ne? So, Helferschränk bringt überhaupt nichts. Also ja. Hatte ich sowieso nicht drin, aber. Franklin Badge bringt überhaupt nichts, meine ich. Da guckt sich einer an. Ey, will ich sofort schon wieder sehen. Ey, ich so, boah. Vor allem, der kommt doch direkt in den Kampf, ne? Ich glaube, der Kampf beginnt, ich werde schon direkt getroffen, ne? Na, Dreck. Das finde ich echt nicht fair, ey. Ich komme nicht mehr rein. Nein, 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 nein. Ey. Hat sich so ein Scheißkampf hier schon wieder ausgedacht. Also ich kann gar nichts dagegen machen. Da guck sie da an. Boah. Ich tue die ganze Zeit aus Versehen seitwärts drücken anstatt nach oben. Oh mein Gott. Wer ist denn das schon wieder für einen Scheißkampf, ey? Du, verpiss dich. Was ist das? Ja, der tut mich auch daraus befreien, geil. Nun verpiss dich, oh mein Gott, ey. Hm.
Ja, das ist echt. Nein, Mann. Boah. Ja, super Rüstung. Versuchen wir super Rüstung. Das geht nicht anders. Mein Gott, ey. Ja, yeah, versuchen wir das Helferschreck. Ja, muss das eigentlich bringen jetzt. Komm. Mein Gott. So, wo bist du? Komm her. Ja, du kannst mich jetzt mal. Flieg jetzt schon raus. Warum tut mich der Angriff immer noch weghauen? Was ist das? Oh. Was willst du denn gegen diesen Kampf hier machen? So, der ist weg. Mein Gott. Jetzt ihr beiden fliegt raus, ey. Ich krieg da. Nein! Oh, nein, die werfen schon wieder so scheiß Dinger hier. Nein! Nein, 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 nein. Boah, Junge. Hey. Ich wollte eigentlich mich so bewegen. So, der ist weg. Oh mein Gott, ey. Hier frisst hat. Ja, geh weg. Der Angriff haut mich noch weg, ey. Nein, hör auf damit. Ja, wie so zu bewegen. Glaube ich, weit. Hör auf mich zu graben, ehrlich. Du wirst mich jetzt ja verarschen. Boah, ey. Warum gegen Fuego? Der hat nur Greifangriffe. Das ist voll unfair. Nein, 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 nein. Ey. Ich könnte mich hier so gerade aufregen, ey. Das ist einfach nicht wahr. Oh. Was bist du? Nein, Mann. Oh, jetzt kommt das nächste Ding wieder hier. Pass auf. Wer bist du? Boah, natürlich greift reicht der da aus. Oder schon das nächste Ding? Nee, gut. So. Nein, Finger weg davon. Boah. Nein, lass mich in Ruhe. Boah, ich krieg so da Kotzen in diesen Kampf. Ey, Junge. Lass mich den jetzt hier raushauen. Boah. Kata Fuego. Gibt's da einfach nicht. Bist dich. So, den habe ich wenigstens raus, ey. Ich reichte nicht. Gut. So, tschüss. Und der Bewohner ist noch nicht mal so stark, ey. Fuego ist derjenige, der mich hier voll. Oh mein Gott. Nein, Mann, lass mich doch mal in Ruhe. Boah, Junge, ich will das doch nur hier schaffen. Er ist der letzte Geist und er geht mir hier so auf die Nüsse. Das ist einfach nicht wahr. Mein Gott, ihr seid. Nein, 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 nein.
Boah, jetzt kriege ich den nämlich raus. Geil. Ja, da oben, dann kriege ich den nie im Leben. Ja, genau. Ja, und dann trifft er mich da noch. Wann werde ich diesen gestörten Kampf hier ausgedacht? Ja, komm, ein bisschen tiefer hier runter. So. Man geht hier mal weg von den Dingern, ey. So, ich nehme diesen Motherfucker und besieg. Oh, Fuego ist weg, gut. Finger weg von dem Teil. Boah. Tschüss. Oh mein Gott, ey. Oh, dieser Kacken Elektrobodenschutz kriege ich von denen natürlich. Und so einen Scheißkampf kriege ich das. Okay, mein Gott. Alter. So, raus hier, ey. Ich krieg's mal kotzen. All das hier. Das wird wahrscheinlich noch schlimmer, weil ich denke mal, hiernach geht's noch weiter, ne? Wenn ich hier in die Mitte gehe, gegen dieses eine Dingen. Weil ein Meilenstein mir sagt, ich muss 50 Kämpfer retten. Und ich habe hier alles durchkreuzt und ja, ich habe immer noch irgendwie 37 oder irgendwie sowas. Oder 42, keine Ahnung, weiß ich jetzt nicht. Und ich habe hier alles durchkreuzt. Bin in jeden Ding nochmal reingegangen. Und jeden Winkel hier untersucht, nehme ich an. Und ich finde hier nichts mehr. Wenn ich mal an, da drin gibt es auch noch irgendwie eine Dungeon oder so. Also wir gehen schon mal dahin und ja, in der nächsten Folge machen wir klassisch Modus und ja, in der übernächsten Folge sehen wir dann ja hier, was los ist, ne? Aber ich will jetzt erstmal sagen, ich gehe mal kurz gucken, ob die Lernjuwele verkaufen, weil da hatte ich irgendwie richtig Glück vor der Aufnahme. Ich habe mir vor der Aufnahme noch Shops angeguckt und drei Shops hatten irgendwie Lernjuwele zu verkaufen. Da war gut. Ich habe nur die Dungeon, die da drin war, das ist nicht noch viel Knüppel schwieriger. Das ist ja schwieriger, nur die Kombination von Sachen sind hier echt zum Kotzen, ne? Weil wenn er dagegen nichts machen kannst, hinter wie ich mich hier aufrege. Nee. Nix, schade, okay. Dann beende ich den Part hier. Aktivitäten. Ja, da habe ich keine Lust drauf jetzt abzuholen. Gut. Wir haben 376, glaube ich. Ja, und 42 Kämpfer. Und ja, das war es anscheinend noch nicht, ne? Nö. Weil hier Meilenstein sagt, wenn sämtliche Kämpfe, ja, habe ich. Abenteuer muss erfolgreich ab. Rette 50 Kämpfer. Rette sämtliche Kämpfer. Das heißt, danach geht es immer noch weiter. Also ja, wir hätten Spaß, gut. Aber das gönnen wir uns in der übernächsten Folge, weil in der nächsten Folge gibt es wieder klassisch Modus und danach sehen wir weiter, ne? Ich bedanke mich allzu fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr ein Like, ein Abo und ein Kommentar hinterlassen, auch wenn ich hier voll am Rumragen war. Und ja, Dankeschön fürs Zuschauen. Ciao, ciao.